Also ich würde gerne meine Mutti richtig glücklich erleben mal wieder. Alleine schon der Gedanke, dass da jemand noch mehr überlebt haben könnte und sowas, das ist, es ist unbeschreiblich. Ich habe Rosemarie und ihre Tochter eingeladen, weil Rosemarie eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hat, die vor 70 Jahren begonnen hat. Hallo zusammen, eine wunderschöne. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's euch? Ja, danke. Alles gut? Aufgeregt. Gute Anreise habt ihr gehabt? Ja, ja. War gut gewesen, ja. Schön. Dankeschön, ja. Wie heißt ihr? Wie sind eure Namen? Damit ich eben kurz. Rosemarie. Ja. Und ich bin die Ines. Ines, ja. Ihr Liebe, ich brauche nur ganz kurz von euch. Eine Unterschrift? Ja. Das ist unsere Luna. Die ist harmlos. Ja, ist süß, lieb, ne? Süß. Oh. Hallo. In Vertretung. Guten Morgen. Hi. Hallo, Rosemarie. Ja. Danke, danke für alles. Ach, danke, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, danke, danke, danke. Darf ich das du anbieten? Ja, aber immer. Ja, gerne, sehr gerne, gerne. Okay, super. Ja, jetzt begrüße ich noch die Ines. Hallo, Ines. Oh, ach Mensch. Alles gut. Schön ist das. Ja, hallo. Ich freue mich. Geht's euch gut? Ja? Selber. Hör mal, was für eine heiße Haarfarbe. Richtig cool. Schön, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch. Aber wie? Was soll ich euch sagen, Leute? Das habe ich mich gefreut. Ja, das war einmalig gewesen, die Freude. Sieht man es in Natur aus, als wenn man es in meinem Fernsehen gesehen mag. Liebe Rosemarie, du hast ja eigentlich seit über 70 Jahren einen ganz großen Wunsch, jemanden wiederzusehen. Ja, ja, ja. So eine lange Zeit. Ja, ja. Erzähl mir doch mal, wer das ist. Was ist das für ein Wunsch? 1951 bin ich als Flüchtlingskind nach Schweden verschickt worden, für ein halbes Jahr, zu der Familie Forsberg. Sie hatte selbst 4 Kinder gehabt, die sehr, sehr lieb waren zu mir, wie die eigenen Geschwister. Ja, meine Pflegeeltern waren auch sehr, sehr, sehr lieb. Das ist ein Wunsch, dass ich die Kinder endlich mal wieder sehe. Und das muss eine ganz besondere Zeit für dich gewesen sein. War wunderbar, war einmalig. So eine Kindheit hatte ich im Leben nie gehabt, zu Hause. Wer liegt dir denn in Schweden am meisten am Herzen? Britta Lena war das gewesen. Es war eine große Schwester für mich, war ja älter wie ich. Ja? Ja, wirklich, war eine ganz, ganz, ganz Liebe. Ines, dich rührt es sehr, wenn deine Mama das erzählt. Ich bin immer wieder so gerührt, weil halt diese Zeit, wenn ich meine Omi habe reden hören, was sie alles durchgemacht hat in der Kriegszeit, so lang. Und die Armut und was die, wie die alle durchlebt haben oder überlebt haben. Ne? Man muss sagen, viele Kinder sind ja nach dem Krieg, als es ihnen so schlecht ging, verschickt worden. Gott sei Dank gab es die Möglichkeit. Richtig, richtig, ja. Viele auch nach Schweden. Richtig. Und du hast anscheinend besonderes Glück gehabt. Ja. Beschreib mir die Zeit mal ein bisschen. Was war da so schön bei den Leuten? Das war alles schön. Ich habe eine Puppe gehabt, was ich vorhin nie hatte. Ja. Da habe ich Schwimmen gelernt, da habe ich Fahrradfahren gelernt, da habe ich die Uhr kennengelernt und ich hatte meine eigene Zahnbürste, was ich nicht vorher hatte. Das war die schönste Zeit in deiner Kindheit? Die war die schönste Zeit meiner Kindheit, ja. Aber die durften ja nicht da bleiben. Wir mussten, meine Mutti hat uns wieder abgeholt. Und die Schweden haben Päckchen geschickt, noch auf noch. Meine Kinder waren schon geboren, die waren schon groß, Jugendweihe gehabt. Und haben sie immer noch geschickt, ja, Pakete. Die schönsten Sachen damals zu DDR-Zeiten, was wir nicht hatten. Was glaubst du, würde das deiner Mutter bedeuten, wieder Kontakt zu bekommen zu ihrer Pflegefamilie in Schweden? Also ich würde gerne meine Mutti richtig glücklich erleben mal wieder. Alleine schon der Gedanke, dass da jemand noch mehr überlebt haben könnte und sowas, das ist, es ist unbeschreiblich. Rosemarie, würdest du sagen, das ist so jetzt im Alter dein größter Wunsch? Ja, auf jeden Fall, dass ich den mal wieder sehe, die Kinder, ja. Was würdest du denen sagen? Danke erstmal für alles. Und das ist die Liebe. Ich habe euch was mitgebracht. Mal zeigen. Rosemarie Ines.
Paket. Und schön schwer. Für euch ist hier angekommen. Ich hab die ganze Zeit schon geguckt. Ja, das heißt das Rosemarie. Mhm, und ihn das. Mutti, mach du das bitte. Ich bin da zu emotional. Darf ich? Das ist dein Paket. Das ist euer Paket. Das will ich ja. Das will ich. Das will ich. Das bist du, ja. Ja. Das kann ich, ja. Das kann nicht wahr sein. Das war Fritta Lena, war. Aber ich hab doch das Foto schon. Ist nicht von mir, das Paket. Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht weiß es ja doch. Denn auch in Schweden wurde Rosemarie nie vergessen. Ich heiße Lena Tegborg. Mein Name ist Lena Tegborg. Rosemarie kennt mich als Britta Lena. Ich bin 84 und wohne in Uppsala. Es gab damals eine Organisation Berliner Hilfe, die meine Eltern kannten. Es war eine Hilfsorganisation, die Kindern aus armen Verhältnissen half, eine Zeit lang in Schweden zu leben, um hier nach dem Krieg wieder aufgepäppelt zu werden. Und so kam Rosemarie in unsere Familie. Ich hatte das Gefühl, sie ist direkt ein Teil der Familie geworden. Sie war ein kleines, lebensfrohes Mädchen. Ich war so glücklich. Endlich hatte ich eine kleine Schwester. Wir haben mit Puppen gespielt und Puppenkleidung genäht. Wir haben zusammen Beeren gesammelt. Jetzt verstehe ich erst, wie überwältigend es für Rosemarie gewesen sein muss, in unsere heile Welt zu kommen. Für uns war das ja alles selbstverständlich. Eigentlich haben wir nur gegeben, was jedes Kind verdient: Liebe und Geborgenheit. Och, so plötzlich so betyder det så mycket för den personen. Meine Mama war immer bemüht, Kontakt zu halten. Und wir haben immer Pakete geschickt. Es war ein schönes Gefühl, die Pakete für sie zu packen. Ich hatte das Gefühl, es hat uns einander näher gebracht. Das gab uns sehr Glädje. Nach dem Bau der Mauer kamen die Pakete und Briefe geöffnet und beschädigt zurück. Meine Mama war sehr traurig darüber, dass sie Rosemarie nicht mehr schreiben konnte. Und so haben wir den Kontakt zu ihr verloren. Kommen da Erinnerungen? Ja, kommt hoch wieder. Ja, das stimmt. Wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Große Freude, viel, viel Liebe. Ja? Ja, ja. Wegen des Pakets? Ja, sehr, sehr. Das ist deine Britta Lena. Das ist Britta Lena, wa? Die haben euch diesen Gruß geschickt. Mensch. Oh, ist das ein schönes Andenken. Bedeutet dir das viel? Sehr viel, sehr viel. Sehr viel. Das war das größte Zeichen, dass noch jemand lebt. Und an uns versandt vor allem, an Rosemarie und Ines. Ja. Und das war dann so eine Erleichterung. Das war so ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ich möchte euch gern was sagen. Dieses Päckchen bedeutet ja, dass in Schweden genauso viel Liebe ist wie hier. Und dass da auch noch eine Verbindung ist. Und das Päckchen bedeutet, dass Britta Lena und ihre Tochter Maria auf dem Weg hierher zum Haus am Meer sind. Mhm.
Oh. Du wirst deine Britta-Lena wiedersehen. Oh, schön. Ihr werdet euch kennenlernen. Oh, danke, danke, danke. Ihr kommt aus Schweden hierher zu dir. Danke, 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 danke. Nichts zu danken. Oh, ist das schön. Ja? Ist das schön. Immer so gewünscht. Ja. Ja, alles gut. Ich bin dankbar, dass wir Rosemarie ihren größten Lebenswunsch erfüllen können. Nach knapp 70 Jahren ist dieser Moment gekommen. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ah, thank you. Sie sprechen Englisch? Yes. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wie heißen Sie beide? Lena Tegvoll. Ah, Lena und Maria. Room Zimmer Nummer 5. Und dann begleite ich Sie beide auf Ihre Zimmer. Vielen Dank. Sie können mir gerne folgen, diese Richtung. Thank you. That's the room. Das hier ist Ihre Zimmer. Das Aussicht ist wunderschön. Wirklich schön. Welcome. Die Aufregung war groß. Die Vorfreude war riesengroß. Wann ich sie wiedersehe. Ob sie mich ein bisschen wiedererkennt. Leider spreche ich selber kein Schwedisch. Deswegen unterstützt mich Marianne, damit ich mich mit Lena unterhalten kann. Lena, jetzt so kurz vor diesem Treffen nach so vielen Jahren. Kannst du mir beschreiben, wie du dich fühlst? Vor den Gorde da, nur du hast den Treffen. Das ist fantastisch. Ich habe mich riesig gefreut. Ich hätte nie geglaubt, dass ich Rosemarie nach so vielen Jahren wiedersehen werde. Maria, wie ist es für dich, das so zu begleiten, diese emotionale Reise deiner Mutter? Es ist fantastisch, meine Mutter begleiten zu dürfen und Rosemarie zu treffen. Es ist auch für mich eine Reise in die Vergangenheit, weil meine Mutter mir so viel von ihr erzählt hat. Med alla fina minnen som mamma berättar för mig. För Rosemarie ist es, glaube ich, ihr letzter großer Lebenswunsch, dich zu treffen. Ja. 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 Dann möchte ich euch und die beiden anderen auch nicht mehr länger warten lassen. Dann gehen wir jetzt zu den beiden. Ja, die Freude ist hier riesengroß. Britta Lena, das war ja mein Wunsch gewesen, schon immer die ganzen Jahre. Nach 71 Jahren? Ja, so viel Glück war. 71 Jahren. Und dank durch deine Hilfe, Ines. Ja. Ja, wirklich war. Ja. Danke, danke, danke. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Ja. Oh, weg geht's. Ich kriege ein Herzklopfen mit. Ja. Das ist gut, Alina. Rosemarie. Ist das Rosemarie? Sind das Rosemarie und Ines? Ja. Britta Lena. Britta Lena. Oh, Rosemarie. Ich kann nicht Britta Lena. Britta Lena. Meine Gute, meine Gute, meine Gute, meine Gute. Meine kleine Rosemarie. Ja, der wird treffen, Herr. Nach so vielen Jahren wollte ich sie gar nicht mehr loslassen. Oh, warum, Herr, faktisch? Wir haben noch 7 Jahre. 70 Jahre, ja. 70 Jahre. Richtig, ja. Ja, ganz genau, ja. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Endlich sehe ich sie wieder. Ja, und so geht's dir gut? Ja. Ja, schön. Sehr gut. Ja. Mein Gott, ist das schön. Hallo, meine Gute. Hallo, meine Gute. Ja, hallo, meine Gute. Riesengroße Freude, ja. Die Umarmung war so herzlich, so lieb. Nach so vielen Jahren, dass wir uns endlich wieder gesehen haben, ja. Und dass sie gekommen sind, vor allen Dingen, war.
Das war schon schön gewesen, ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich blicke in strahlende Gesichter. Oh, schön. Eine größere Freude gibt's nicht. Nee? Nein, gibt's nicht. Meine Britta Lena. Bist du glücklich? Ja, auch herrlich. Und sie hat auch noch das Gesicht wie früher, ja, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau, schön. Ja. Kamen sie beide an hier? Ja. Als wenn sie hier mit einem als war, ja. Ob's, die kamen hier an, als ob sie jemand eingefädelt hätte. Das ist ganz verrückt hier bei uns im Haus am Meer. Ich schicke euch Küsse. Ja, danke. Ihr habt euch jetzt. Dann kann ich gehen, dann ist meine jawohl. Arbeit immer erledigt. Danke, alles Gute danke, für danke, euch. Danke, danke, alles danke, Gute. Danke, ja. Tschüss. Danke schön. So, die Valentine, die ein Traum wird endlich wahr. Nach so vielen Jahren der Trennung endlich wieder zueinander zu finden. Jetzt fühlt es sich an, als wären wir nie getrennt gewesen.